Situation log updated. So. Nope. Hyperdrive 3 gehört jetzt mir. Ah, GZ. Chemical Plants. Ja. So, dann gibt es einmal den Chip Designer. Dann gibt es jetzt überall jetzt Hyperdrive 3. Upgraden wir gleich einmal ganz kurz den Kram. Achso, du jammerst darüber rum. Das ist okay, dass du darüber rumjammerst. Ich habe hier keine Sklaven auf dem Planeten. Ich brauche keine Sklavenabwicklungseinrichtung bauen. Power. Hab ich nicht. Ich habe keine Sklaven auf diesem Planeten. Ach, du bist auch damit fertig. Also buddelt noch mehr Dudes aus. Buddelt euch aus! Ich werde mal schlafen gehen, wünsche euch beiden und euren Schätzen noch einen schönen Abend. Vielen lieben Dank, Lunko, dass du dabei warst. Ich wünsche auch dir eine angenehme Nacht. Okay, also ich muss jetzt quasi flotter halbieren. Schon wieder einen Insight bekommen, okay. Flottenmanager. Achso, ich mach das anders. Wenn ich... Ja, ich muss gerade versuchen, Kram herauszuarbeiten. Die Sari Unity hat mich beleidigt. Ah ja. Hau ab. genau. Ja, jetzt verbinde nicht. Danke. So, und wenn ich dir jetzt sage, Flotte verstärken, dann kriegst du höchstwahrscheinlich zwei Kreuzer, einen Kreuzer, weil ich nicht genug Dingsens hab. 2-1 Risiko. Exakt. Upgrade. Mission complete. Okay, mir ist irgendjemand verstorben. RIP, diese Person, I guess. Sehr gut. Ich hoffe, der war nicht wichtig. Achso, stimmt, ich habe Eigenschaftspunkte, die ich jetzt anwenden kann. Upsa. Vorlage erstellen. Kann die Vergänglichkeit wegnehmen. Dann leben meine Anführer länger. Ey. Wie lange würde das dauern? 33 Monate, okay, das geht. Okay, ich habe eine Idee, was ich mache. Genau, du kriegst noch zwei weitere Kreuzer. Du halbierst die Flotte hier an dieser Stelle. Du gehst da rein, dann habe ich nämlich da... Kann sich die Verstärkung noch leisten? Genau, das ist hervorragend. Und dann kannst du wieder zurück nach Tief fliegen. Ebenso wie du, dann darf ich nur nicht vergessen, dass ich euch wieder zusammenfüge. I see. IT. IT, Miti. Wir alle sind T. Market. Achso, meine seltenen Kristalle gingen gleich leer. Naja, boop, plus 100. Ich warte jetzt wirklich nur noch aktiv darauf, dass ich diese eine dumme Forschung bekomme. Und mehr glaube ich, dass ich sie nicht bekommen darf. Etwas so das Spiel so nah. Sorry, Mate. Es war nicht unser Call, aber wir dürfen halt nicht. So, genau, dich. Du bekommst dann nochmal einen Weltraum, ein Weltraumhandelsunternehmen dran. Damit du mir da mehr rausziehst. Special Project complete. Ja. Ne? Gut, das war der Schmo.
Habe ich irgendeinen Dude, der gerade nichts zu tun hat? Du. Du. Ich bitte ich habe nichts zu tun. Also. Ich, hallo. Ja, ich mache hier gerade so eine Mini-Quest, die eigentlich super lustig ist, aber halt so viel Text beinhaltet, dass ich sie nicht vorlesen werde. Die ich jetzt quasi auch schon seit Anbeginn des Spiels mache. Also quasi seit knapp 100 Jahren. Kämpft ihr noch immer? Ja. Der Krieg zwischen Einstein, Ciro, Covenant und Aufräumen wird nie enden. Ich pinkle Einstein ein bisschen gegens Bein. Was ist denn eigentlich mit denen? Die haben jetzt das irgendwie alles besetzt, aber mehr auch nicht. Und So wie ich das gesehen habe, sind die bisher noch nicht in Dingsens eingeflogen. In Aufräumen selber. Ja. Was halt das Problem ist. Das übernommen und das war's. Weil Tizru ist gar nicht Aufräumen, ist halt der Herrscher von Tizru Covenant. Ja. Das heißt, die blocken sich da jetzt einfach nur gegenseitig. Das klingt doch süß. Und soweit ich weiß. Aber jetzt muss man miteinander pushen. Ja. Ich hab's noch immer nicht. Alter. Okay. Ruhig bleiben, Schatten. Das kriegen wir alles hin. Tun wir das. Nee. Fleet upgraded. So, ich guck mal übrigens gerade, wer der größte Macker im Universum ist. Okay. Sek-Locker-Festisch. Wir müssen dich mal demnächst mit einigen Planeten vollpumpen. Ja, Rank 10 ist okay, damit bin ich zufrieden. Fürs Erste. Verständlich. Fürs Erste. For now. Nice, ich kann hier den Hauptplaneten einmal ganz cool oder die Hauptstadt ein bisschen verbessern. Da habe ich noch Jobs on Mars. Das Schöne ist, ich kann halt eigentlich mich erstmal zurücklehnen, weil die so viele Planeten von mir schon fertig sind. An sich, an und für sich. Hm. Dich ersetze ich mit. Ich brauche halt eigentlich mehr seltene Kristalle. Das finde ich doof, dass halt so viele Gebäude. Also überwiegend. Wie viele brauchst du denn? Weil ich habe relativ viele. Ja, also ich brauche monatlich welche. Ja, wie viele brauchst du denn monatlich? Momentan zwei, damit ich even gehe, aber ich kann mir auch einfach hier ein. Wo ist das? Also ich mache momentan monatlich plus 10, also ich kann dir locker plus 5 monatlich schicken. Ich finde auch nicht mal das Gebäude, das ich hier. Warte. Kristall. Kann ich Kristalle noch nicht bauen? Wait. Also ich habe halt 3 Vorkommen in meiner Dingens gehabt, deswegen ist. Ah, okay. Kein Ding für mich. Ich kann das gerne eben rüberschicken. Brauchst du Gase? Die wären gut, ja. Ich brauch 50 für deine Dinge. Ich kann dir 5 pro Monat zurückschicken dafür. Ja, dann machen wir doch einfach 5. Ja. Warte, wo ist denn dein Ressourcending? Das sind die exotischen Gase, monatlich 5. Ja, das ist mir egal, ob du das eigentlich nicht annehmen würdest. Verdickst du mich, ich bin ein Bettler oder was? Ich frage dich nicht an. So. Genau. Ach, das müsste erst im nächsten Monat ticken. Ja, ja, das sollte nicht sofort sein. So, unlocks Teilblockers für klimatischen Kram. Food vom Farmern plus 20%. Ja, Food ist halt so gar kein Ding. Also erforscht mal das klimatische Ding bei mir. Ich mache plus 50 mache ich halt. Das ist halt andauernd voll. Ich mache plus 225. Also bei dir auch. Nur ein bisschen übertrieben. Gotcha. Ich meine, Futter ist halt, ne, also es ist halt so die generischste Ressource von allen. Du brauchst Futter, damit die Leute nicht abkratzen und passt. Also so, wir haben die Tablaks secured. Du brauchst Futter, damit die Leute nicht abkratzen. Specimens collected, super. Ich wollte nicht hier drauf, ich wollte auf diesen Situation Lock.
Ja, komm, hau mal 3 Monate raus, um die zu erforschen, dann können wir ein bisschen Influence, oh, ganz nett. Ja, komm mal hier mit Legierungsgießereien auf den Planeten. Ich glaube, das wäre ein bisschen klüger. So. Jojojo. Die auch geupgradet, das heißt, alle haben jetzt die. Ah, ne, warte. Ship Designer, wir müssen unserem Cruiser nämlich auch noch den Hyperdrive 3 geben. Genau. In 4 Monaten kann ich gucken, ob ich die Echinopolis haben darf oder nicht. Das wäre schön. Please. Upgraden gehen. Diebe! Ach, bei dir schon wieder? Oha, ja. Die haben mit 200 geklaut, die Säcke. Ja, die haben ja am Anfang des Spiels auch immer wieder geklaut. Deswegen, Upgrade ein Schiff für 6 Legionen. Nein, meine 6 Legionen. Das kann ich mir nicht fordern. Ich bin broken. So, und jetzt haben wir hier 32, das heißt, wir gehen auf 36, wir gehen auf 40 und dann. Komm, jetzt bei mir. War früher war es am effizientesten, eine Korvette mit den billigsten Kram auszurüsten, also mit Einserwaffen, und die einfach zu spammen. Das war eine legitime Spielmechanik, mit der du Schlachten gewonnen hast. Yes, yes. Derzeit habe ich dieses Spiel auch noch gespielt, das war nur ein bisschen lame. Ja, das auf jeden Fall. Zum Glück hat der NPC das nicht gespammt. Oh Gott. Viridium wiegt 200 Kilogramm. Was hat die Ziege gefressen? Gras. Ist es nicht ein Stahl-Pokémon? Was denn? Viridium. Ist es nicht Pflanze Stahl? Nein, es ist Pflanzkampf. Ah. Muskeln. Spiel. Ich will doch nur Echimenopoli bauen. Tja. Aber warum guckst du jetzt Viridium mal nach? Ist der nächste Spieler gegen René? Und das würde dann Sinn ergeben. So, die kann ich jetzt wieder upgraden. Spiel so Nope. Ja. So, und du verbindest sie noch. Genau. Dann auch dich immer verbessern. Ich würde die einmal umbauen wollen. Ich brauche keine Missile Battery in meiner Hauptstadt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn die da sind, dann habe ich eh Pech gehabt. Bin ich ganz ehrlich. Chemical Plants sind fertig. Energy Credits von Technikern um 20% erhöht. Physical Research von Researchers. Das Energy Grid. Ja, das will ich haben. synthetische Kristallpflanzen. Die brauche ich halt nicht, weil ich habe super viele Rare Crystals. Das heißt, ich denke, wir gehen jetzt in die Minor Mineral Purification rein. Hm. Machen das ganz edel, Mann. Ne, edle Raffinerie. Das dauert eh nur 15 Monate, dann können wir einmal rollen. Das ist kein Ding. Viridium ist eine Ziege. Eigentlich eine Antilope. Ich bin eine Antilope. Mäh. Mäh. Machen Antilopen nicht hier so. Was? Moment. Wir haben ein großes Problem mit unserer Fraktion. Unsere Fraktion sind sie alle uneinig. Konklave der Sacred Traditions. Ich werde euch promovieren. I mean, eigentlich kannst du die komplett ignorieren fürs komplette Spiel, oder? Kann man ja, aber ich will, dass ich mehr Influence gain. Jetzt kriege ich nur 3. Oh, okay, fair enough. Ich bekomme 6. Unzufrieden. Probiere das. Warum hat Einstein eigentlich jeden Planeten innerhalb ihrer generellen Reichweite sich gedacht, yo, das nehme ich? Nein, fliegt weiter, ich bin nicht an euren Waren interessiert. Die haben sich halt wirklich jeden Planeten einfach geschnappt. Die so, oh nice, das ist ein Planet. Oh nice, das ist ein Planet. Oh nice. Die fragen auch viel zu oft. Das gleiche hat Sidimatis auch gemeint. Das Schlimme ist, das ist eine Sache, die würde ich mir wünschen, dass sie in Zukunft sich ein bisschen drum kümmern. Jetzt verstehe ich auch, warum die Visari Unity so ein Problem mit mir hat. Wir wurmlochen uns.
Wir fliegen halt ineinander, wenn ich in das Wurmloch gehe. Das heißt, sie haben keinen Bock, dass ich da einmal hinkomme und denen den Popo rasiere. Wer hat ein Problem mit dir? Visari? Visari Unity, ja. Die sind nämlich equivalent mit mir und alles, aber die beleidigen mich die ganze Zeit. Ich hab mich gefragt, was los ist mit denen. Und jetzt habe ich gesehen, dass die actually, dass mein Wurmloch actually nach Rotraum führt. Das ist eine Station von denen. Oh. Das heißt, die haben wahrscheinlich ein Problem mit mir, weil wir halt Banknachbarn sind, was das angeht. Ja, ja. Ich glaube einfach nicht daran. Es ist ein fucking Tier-3-Tech-Quant-Spiel. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Glaube ich. Literally no. Minor military sanctions. Empires that have been denounced or in breach of galactic law have penalties applied to them. Nein. The fuck. Ich meine, Tizru Covenant hat schon, wurde schon gesagt, du bist kacke. Das siehst du immer, wenn die so ein Ausrufezeichen haben. Ja. Ja, 8-6, ne? Also wenn die anderen beiden sich jetzt nicht enthalten und zu uns kommen, dann ist das okay. Also bin mal gespannt. Die jetzt wieder gegen uns in diese Säcke. Warum steht eigentlich mein Transportflotte mal nach oben? Mal da runter. Fliegt mal nach Ulum. Ulum, Ulum, Ulum. Ulum, Ulum. Palim, Palim. Ulum, Ulum. Resource Storage ist voll. Ja, ja. Was soll ich machen mit meinen Mineralien? Wobei. Jetzt können wir bestimmt wieder aus unserem Planeten so ein paar Leute ziehen. Nee, noch nicht. Hier haben wir 27. Eigentlich okay. Hier haben wir jetzt einen freien Platz. Also Einstein ist mir komplett unterlegen. Das ist unsere Generatorenwelt. Jetzt mal den Platz mal. Weil da hätten wir dann doch später ganz gerne unseren Energy Grid, sobald wir den erforscht haben. Und hier beim Menü müssen wir noch auf eine Person warten. Okay. Warum? Ich hasse diesen fucking Fehler, Mann. Das ist absoluter Humbug. Mal gucken, ob ich das damit irgendwie gefixt bekomme. Genau, meine Spezies wurde jetzt komplett modifiziert. Das heißt, alle müssten eigentlich theoretisch... Nevermind. Aber wir haben 359 von 363, die auf dem neuen Dingsens sind. Aber ich werde trotzdem die Vorlage einmal anwenden, bevor Blödsinn nochmal passiert. Hello, 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 hello. Alles okay bei dir? Du hast mich jetzt sehr an der Wahn erinnert. Okay. Ich mag einfach diesen Teil des Liedes sehr gerne, weil es halt well, whatever, never mind. Es ist halt in einem Singsang klingt es halt echt gut. Then again, I'm just a fanboy. Also ich kann gleich selbst Kristalle herstellen. But why would you? Arcanes dechiffrieren. Reverse engineer meine Artifacts. Reverse engineering, das klingt sehr interessant. Verschiedene Artefakte und Technologien können durch arkane Dinge nicht... Achso, von Arcanum Naturell können weder verstanden noch repliziert werden. Zumindest nicht, wenn man ganz normale Wissenschaft benutzt. Naja, erforsch ich mal, ne? Ja, also es tut nicht weh. Also es tut wirklich nicht weh. Du kriegst halt immer normalerweise so... Also in dem gleichen Tab, wo Unity ist und also die Traditions, kannst du unter Relics... hast du halt Small Relics auf der rechten Seite oder Minor Artifacts, glaube ich, heißt es. Da kannst du dann später Boni deaktivieren. Was? Ja. Das kannst du halt, ne? Sehe ich, verstehe ich. Naja. All good time. Oh, Einstein, ich würde euch so gerne die Fresse polieren. Jetzt sind die übrigens auch equivalent mit mir. Jetzt, wo ich bei 8 Tagen gekommen bin, ist es nicht mehr Kirschenessen mit mir. Was das angeht. Oh mein Gott, ich hab's! Endlich! Oh. Apropos, nicht mehr gut Kirschenessen mit mir. Wie sieht das aus mit Claims? Ophelia ist noch geclaimed. Ja, gut. Ich meine, das Einsteingebiet selbst, da weiß ich jetzt gar nicht. Also, wenn du das haben möchtest, nimm mit. Also, ich würde halt bis Mestros gehen wollen.
Oder halt dir Mestros lassen, damit du das, dein Gebiet damit verbinden kannst. Und dann würdest du quasi Mestros, Redigus und dann halt die ganzen anderen, ne, bis Rundor quasi den Arm haben kannst. Dann würde ich erstmal nur Mestros und Redigus claimen wollen. Ja. Dann machst du es auch erstmal mit meinem, meinem Influence-Input. Der Influencer. Beste Nutzung der Gummipunkte. To be fair, das umgedrehte Stadtfell ist wirklich nicht schlecht. Also das ist wirklich etwas juicy. Wobei ich noch immer nicht weiß, was ich aus den wie schimpft es sich? Mit den Bit-Emotes machen soll, ob ich da irgendwas mitmachen möchte. Oder nicht, oder doch, oder nicht. Ja, aber nein. Mein Grundding hätte ich kein Problem damit, für Bits Emotes darzustellen, aber was halt quasi? Na, was wäre, ob ich da quasi das nutzen soll, um Twitch Emotes damit zu emulieren, ne? Quasi ein eigenes Kappa, ein eigenes PogChamp, ne, sowas. Na, und dementsprechend halt die Sub Emotes für etwas, in Anführungszeichen, Besseres zu behalten. Aufräumen claimt gerade meine Systeme. Aufräumen, gewinn du doch erstmal den Krieg. Die sind halt äquivalent zu mir noch. Hm. Das ist jetzt nicht, wie stark deren Flotte actually ist, aber mach halt. Kannst claimen, was du willst, ich komme dir gleich dahin. Oh, nice, das möchte ich. Ich wollte meinen Mund haben. Oh, Canons More. Das kann ich so nicht akzeptieren. Was machen wir hier? Ein weiser Mann hat eins gesagt, was machen wir? Hidden Worlds. Die Crew, die den Gletscher auf Menü geklärt hat, hat eine atemberaubende Entdeckung gemacht. Riesige Kilometertiefe in... was? Eine... Riesige kilometertiefe, kolossale Alien Space Station innerhalb oder tief innerhalb des Eises. Technisch ist es unglaublich berauschend und es wurde gebaut mit Technologie, die sehr viel weiter ist als unsere eigene. Es ist eine wahre. Oh, eine wahre Kunst. Es ist wunderschön, schon. Es ist wunderschön. Es scheint, als wäre die Station auf die Oberfläche geklatscht und. Was? Achso, und hat es nur überlebt aufgrund des Impacts. Ich war jetzt gerade, wer hat was überlebt? Aber es geht wohl darum, dass die Space Station nicht komplett zerstört wurde. Und unsere Wissenschaftler sind jetzt natürlich sehr bereit, das Ganze zu analysieren. Ja, okay, Bock. allerdings würde eine archäologische Ausgrabung dazu führen, dass wir... auf dem Land arbeiten, bis es fertig ist. Nö, das nehmen wir als archäologische Zeit natürlich. Warum nicht? Da bin ich voll dabei, Mann. Da bin ich dabei. Das ist prima. Ach so. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Da haben wir auch immer Durst. Da fehlt immer so ein Stück, das weiß ich nicht. Das ist so, da ist Liebe, Bier und Durst reingekommen in das Stück. Das kann ich mir nicht mehr entsinnen. Ja, ich liebe die Wurst, was soll man sagen. Same. Weiter geht's. Mehr administrative Offices, meine Damen und Herren. We are very bürokratisch. Wir glauben an den lieben J und haben noch immer Durst. Okay, danke. Schön, dass es immer diesen einen Dude gibt, der wenigstens versteht, was wir für Probleme haben. Nutz, sag mal, bist du eigentlich boosted? Und ich so, ja. 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 Nein, vielleicht. Eigentlich schon. So, eine neue Physics Research. Ich liebe es immer, wenn man in Stellaris im Midgame ist und man sich so gerade denkt, und nun? Ich fühle mich dann immer so wie das Ende von Findet Nemo. So, and now what? Das kann ich tatsächlich auch sehr gut, Siri. Special Project Complete.
Ja, aber das ist schon. Ach, ich bin doof. Nein, mach das weg. Lass das. Also, theoretisch, wenn du Lust auf Klopper hast, können wir uns gleich da einmal drum kümmern. Was, um die Einsteins? So im Allgemeinen, ein bisschen kloppen. Bisschen Kloppe, du. Nein. Naja, ich möchte halt nach wie vor sehr gerne den restlichen Tizru Covenant Scheiß haben. Ja, verständlich. Aber die werden nicht mehr in diesem Jahrhundert fertig. So doof das klingt. Ist ja egal, weil wenn wir mit den anderen auch noch Kriege klären, dann haben wir da alles kaputt. Meine Station Outputs. Durastil Armor, Aloy Nanoplans. Ich glaube, ich nehme erstmal die Nanoplans. Oder? Ja, wir fressen erstmal Durastil Materials, das ist schöner. Das ist die letzte Armor für Schiffe. Deswegen. Also es gibt noch bessere, aber das ist dann halt wieder Event-Kram. Also dafür musst du halt... Kann sein, das ist so Rare Events Research finden. Dann, oder? Also nee, nicht nur Rare Research, sondern wirklich Event-Kacke. Also gefallene Reiche können die haben. Ne, das heißt, wenn du dich mit einem gefallenen Reich anlegst, dann kannst du da halt die Technologie von den Stibitzen. Die Enigmatic Fortress gibt's noch immer. Die gibt dir aber nicht mehr drei, sondern nur noch ein. Dingens Probomens. Und das war's, glaube ich. Achso, dann gibt's noch den Drachen. Den Space Dragon. Space Dragon. Der ist cool. Ja, der kann dir die Drachen Dingsens geben. Dragon Scales. Genau. Ach guck mal, Hythian Imperium kann durch mein System fliegen, sehe ich gerade. Aufräumen hat Frieden mit Hythian Imperium geschlossen. Es ist Frieden! Also innerhalb der nächsten 10 Jahre könnten wir uns quasi mit denen kloppen. Um das, was du noch geclaimt hast, Ophele zum Beispiel, bekommen zu können. Wenn sie mich hören. Hallo, verzeihen Sie. Ich will hier ein bisschen kaputt schlagen. Ich überlege gerade, wie ich das am besten aufbaue. Ich möchte eigentlich ganz gerne, glaube ich, mit meiner Mainflotte hier hin. Nur sehe ich da gerade schon zwei Flotten, die ich komplett abdeffen muss. Oder da oder hier? Ich will Poeta haben. Das Problem ist, wenn ich da hinfliege, dann. Warte, war das Alt-G gewesen mit Ping? Alt-Links-Klick. Ja, genau, Poeta. Ping, ping, ping. Ich will die alle essen hier. Die müssen alle sterben. Ja, also ich. Moment, warte, was? Warte, was? Da muss ich einmal ganz kurz ein Machtwort sprechen. Einstein. Haben die gerade was auf dich geclaimed, oder wie? Nein, die fliegen durch mein System. Verpisst euch da. Ach so. Ach stimmt, die Grenzen werden automatisch geöffnet. Nach dem Krieg mit jemandem. Achso, aber wir haben nicht gegen die gekämpft, dann hast du die nie geschlossen. Nee, war auch früher nicht die Not, weil zwischen uns halt das Covenant saß, aber jetzt sollen sie sich verpieseln, jetzt sollen sie mich mal in Ruhe lassen. Arkologie-Projekt! Ah, endlich. So. Crystalline Entities, ey. Nicht irgendeine Sache, die man gerne im Early haben möchte und nicht jetzt. Ja. Wieso spät? So, dich mit Stadtdistrikten ersetzen. Achso, da habe ich gerade noch nicht. Du wirst dann zu Arkologie 1. Arkologie 1. Na, also ich schicke gerade meine erste Flotte Richtung Ophela und dann theoretisch kannst du noch einen Kota chillen und dann können wir halt gemeinsam nach Rassenum. Oder du gehst halt instant nach Rassenum. Das würde halt in beiden Fällen nicht wehtun, uns zumindest nicht. I see what you mean.
Die Neutronenwerfer möchte ich ganz gerne haben. So, wir müssen unbedingt was für die Modes tun auf Dauer. Das werden wir noch machen. Vielleicht sogar am besten hier, ja. So. Genau, und ich werde jetzt meinen Pöpis bewegen in Richtung Poeta eben. Das sind auch die Sachen, die ich gerne claimen würde. Ich werde jetzt halt noch ein bisschen was nebenbei basteln, dass die zweite Flotte auch fertig ist und dann habe ich zwei 5K-Flotten und dann soll es losgehen können von meiner Seite aus. Ich werde deswegen noch einmal ganz kurz auf den Markt springen und dort ein bisschen was verkaufen. Mist, ich habe gehofft, dass das so... Ja. Okay, dann... Achso, hier. Schisswerft. Und Zerstörer bauen. Hey, ich mache positive Konsumgüter. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich mache nur negative Konsumgüter runter. Aber ja, ich werde mich da auch noch drum kümmern müssen. Brauchst du welche? Ich mache minus 28. Aber es sollte noch okay sein. Da werde ich nachkaufen. Von daher ist es gar nicht so kritisch. Was aber kritisch ist, ist, dass ich ganz gerne mein Schiff jetzt bauen würde. Das heißt, wir haben 56 von 80, das heißt, wir haben noch 24 übrig. Wir bauen zwei Cruiser, dann haben wir noch 16 übrig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you. Kein Ding. Wenn man noch was übrig hat, ne, dann kann man ja einmal. Dafür spielt man ja gemeinsam. Yes, yes. Yes, yes, yes. So. Und die restlichen Schiffe in Auftrag gegeben, das ist die restliche Flotte, kommt gleich dazu. Wir haben auch auf beiden noch einen Admiral, der ist jetzt nicht irgendwie doof verstorben und ich habe es nicht mitbekommen oder so, sehr gut. Solche Sachen passieren gerne mal, ja. Du bist gerade mitten im Durchlesen, währenddessen hast du auch schon die Technologie eingestellt und dann guckst du und merkst, oh, der ist tot. Oh. Ja, da will man auf jeden Fall mal so ein bisschen zwischendurch ein Äuglein drauf haben. Ja, ne, kenne ich. Das ist mir auch schon immer mal wieder passiert. So, ich so, haha, und dann der Admiral so, tschüss, ich gehe in die ewige Rente. Und du so, what? Wait. That's not very good, sir. Please do not leave me now. That's not very plus ultra of you. Yes, yes. I see, I see. Warum ist eigentlich Gorgia so eine wunderbare Welt? Ich weiß es nicht. Voller Natural Beauty. So, hier ist aber auch bald wieder 30. Pop angesagt. Hier ist der 21, hier sind wir bei 16. Auf der Main-Welt haben wir mittlerweile 68. Das heißt, wir schalten bald den vorletzten Slot frei. Wir können das Ding jetzt auch dank unserer Gase endlich mal hier erhöhen. Blöde Building, Alter. BB New. Oder. Hello. I don't know. Hallöchen. Unity sind wir auch bald ein Schrittchen weiter in Prosperity. Dann haben wir den fast fertig, den Baum. Das läuft alles eigentlich ganz solide. Na, ich. Also beiden, ja. Gehe gerade durch Supremacy durch und dann habe ich noch Diplomacy und Discovery offen. Ja. Bei mir wird jetzt gerade Double Cruiser gebaut. Sobald die beide fertig sind, werden ganz viele Korvetten hier gestattet. Und dann habe ich's. Dann ist meine Flotte stehend. Und ich meine, Korvetten dauern ja nicht so lange. Ja. Da muss ich noch mehr sagen, ich finde es so cool, dass man gleichzeitig Schiffe bauen kann. Oder dass eine Station mehrere Schiffe gleichzeitig bauen kann. Ja, ja, ich habe jetzt in der Mosi Station, wo ich das halt baue, das ist mein Hauptplanet, wo die Mosi sitzt, habe ich jetzt zwei Schiffe jetzt halt drin, damit ich die doppelte Produktion quasi habe. Habe ich ja, wie gesagt, vorhin geändert, weil ich brauche da keinen komischen Schussdingens. Dann sind die an Showpoints vorbei und wenn die an Showpoints vorbei sind, habe ich eine Schlacht verloren. Also, das ist halt der Punkt. The drones and their tireless endless work of extracting. Achso, ja, das ist ja der Kram.
Ja, wir nehmen Fascinating Automata. Ich denke, wir nehmen einfach die plus 10% Output und dann werde ich. Ich nehme den Output. Ich put ihn out, den put out, den Output. Ja, so im Allgemeinen sind immer diese plus 10 Buffer. Ich meine, die sind halt im Early Bad. So ja, das klingt, aber im Late City halt, busted. Du hast halt 5 und dann kriegst du 0,5 drauf. Ja. Und dann bist du bei 5,5 und dann denkst du dir, ah ja, ne? Aber auf Dauer ist. Und bei 50 sind das schon 5 und bei 500 sind das schon 50 und dann hast du ja 20 davon und dann bufft sich das jetzt. Ich zum Beispiel produziere momentan 935 Energiekredits insgesamt und wenn du da 10% drauf bekommst, ist ja einfach. Oh, wir kriegen die Minor Military Sanctions, das ist ungut. Haben wir sie bekommen? Was? The Senate has voted on and passed the resolution. Ach so, ja, aber das bedeutet nur, ne, wenn man denunziert wird und das wurden wir bisher noch nicht. Okay. Ich denunziere jetzt einfach andere. Arschkamm. Spackos. Assis. Ich hasse euch, eure Grenzen und eure Omas. Hallo New. Omsten. Ich freue mich, sobald die Habitate endlich gut sind. Ich freue mich über New. So. Verständlich, verständlich. Jetzt wuseln man wir hier ein bisschen rum. Können denen schon mal sagen, dass die doch bitte jetzt schon mal eine Flotte werden. Na. Dann haben wir eine 4,3k Flotte und eine 5,1k Flotte und währenddessen baut ja die Mosi Station einmal noch weiter. Die ist gar nicht mehr so new. Ja, das ist jetzt irgendwie doof von dir, was du sagst. Uff, da hat der Siri die Tascha gerade alt genannt. Er ist auch nicht viel jünger, der Siri. Der steht schon mit einem bei einem Grab, der junge Mann hier. Ach, muss ich mir einmal strecken, Entschuldigung, Leute. Ich glaube, dich ersetzt, mache ich auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 2. Dafür hat sie Siri einfach nicht gegrüßt. Sie hat gedacht, pff. Nee, sie hat jetzt geschrieben, frech from the you, Mr. Siri. Fresh, fresh. Fresh. Me very fresh, like fresh Dumbledore. Hey, ich bin fresh Dumbledore. Back from the underground, back for more. Rapper hier, ich rapper da. Fresh Dumbledores Büro. Alter. Ich liebe es einfach. Ich liebe es so sehr. Fresh Dumbledores Büro Eingang ist so geil. You are now entering Fresh Dumbledores Büro Eingang. Fresh Dumbledores Büro Eingang. Komm endlich rein, Mann. Es gab diesen Zeitpunkt, wo ich die einfach alle in meine Playlist geschmissen habe und ich bereue sie nicht. Same, ja. Yeah. Still hearing those melodies, always. Ich hoffe doch immer, dass Cuddy irgendwann einfach mal wieder ein Fresh D-Album droppt. Das wäre echt cool. Archäologisches Side-Event pending. Ach so, mir fällt gerade auf, du musst irgendjemand in Jump setzen, ne? Was? Du musst irgendjemand in Jump setzen. In Jump? Warum? Weil wenn wir gegen Ciro Covenant antreten, wir auch gegen Aufräumen kämpfen. Achso, ich hab da jetzt die Star Forces für stehen. Achso. Die ist ja auf 4,4k. Ich vertraue den Dingern. Also, es klingt dumm, wenn ich das sage, aber ich vertraue den halt einfach nicht. Dass sie ich habe die halt voll auf Offense gesetzt, deswegen hat die auch so viel Military Strength. Und zur allergrößten Not fliegt da halt immer noch hin und es geht relativ schnell. Ja. Also, ja, das passt schon. Da mache ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt die wenigsten Sorgen drüber. Ich meine, spätestens wenn ich von oben nach unten alles abarbeite, bei denen werden die sich schon denken: Moment! Sollten vielleicht aufhören. Theoretisch kann ich auch einfach T zurück Covenant übernehmen und du machst dann halt einfach aufräumen. So, ich habe mir das jetzt eben mal ganz kurz durchgelesen. Also es scheint auf jeden Fall so zu sein, dass dieses Ding, was wir vorhin gefunden haben für die archäologische Stätte, irgendetwas Astrales an sich hat. Ja, also das waren wohl irgendwelche Leute, die haben eine Gottheit angebetet und hatten augenscheinlich sehr viele Pflichten, sehr wenige persönliche Freiheiten und aus irgendwelchen Gründen sind die alle gestorben und wir wissen halt auch nicht was. Wir sind gerade einfach jetzt mal ein bisschen neugierig, ne? Haben auch einen kleinen Artefakt gefunden. Can we get an F in the chat, guys? Hallo, curious, dankeschön. Wunderbarer Lex. So, Traditions, wir nehmen mal eben das hier.
Buildings and Districts werden schneller gebaut. Ist nicht so krass. Aber ganz nett. Als nächstes kriegen wir dann nochmal ein extra Housing. Gut, warte mal. Ihr fusioniert mal alle miteinander. Und Research is complete. Reverse Engineer meine Artifacts. Sehr schön. Und Civic Slots plus 1 mitnehmen. Ja. Ja, ja. Oder Leader Enhancement, Stack the Linges. Leader Life Span plus 10, ne? Ne, wir nehmen die Galactic Administratives. Wir haben auch schon langlebige Leute in unserem Start. Ich meine, mein jetziger Dude ist 114. Ich bin 114. So, Nomistic Order, you call that a fair deal. Was? Mr. Numa, geh. Nerv mich nicht. Ich brauche keinen Deal von dir und keinen Deal von deiner Oma und verpiesel dich bitte mal. Oh mein Gott, ich habe Spawning Pool 1 so lange zugebombt, dass die Icons jetzt einfach quasi nur diesen roten Rahmen haben. Tascha sieht auch immer alt aus beim TFT-Spiel. Fresh D, Freizeichen, that's me. How to halbiere deine Viewerzahlen, XD. Oh nein, sind wir wieder auf dem Train angekommen, Leute. No, no, yeah, yeah, Mr. Yeah. Gabi, vielleicht du bist hier gern gesehen, XDDD. Gut, dann könnt ihr mich ja später wieder lehren. Lehren, sowas tun wir nicht. Ich bin der Meister, call me Senpai. Tascha, schreibe, was Ionic Spark tut. Ich fand das so lustig, dass sie gestern die ganzen Items runtergerattert hat, weil er sich selber versucht zu merken. Der ist so richtig in seinen Lerngruppen drin. Ne? Hat er das gestern auch schon wieder gemacht? Ja, gestern oder vorgestern? Vorgestern war's. Doch, gestern hat er das auch gemacht. Also vorgestern war ich dabei. Gott, wollte ich Sie gerade fragen. weiß ich doch, kenne ich doch. Ist halt noch nicht genug eingeweiht, Mann. Baby Range! Dann erkläre den Krieg, ich bin aus für Blut. Ich will Blut. Ah, war das unser letztes. Sonst erkläre ich gleich den Krieg. Oh, ich habe aus Versehen gedingenst. Moment, ich habe mich aber verklickt, ich muss noch warten. So, jetzt kann ich. So, ich soll den Krieg erklären? Ja. Wer ist im Frieden? Okay. Ja, ist er. Deswegen, das ist ja, der ist gleich wieder nicht mehr in der Friedensperiode. Also, wen wollen wir angreifen? Tisru? I mean, ja, du kannst auch wegen meiner Aufräumen. Ganz schnell Claims machen. Weil du kannst auch in Aufräumen claimen, die gehören zusammen. Wir werden mit den beiden im Kampf sein. Ja, warte, dann will ich das gerne haben und das da. Na, also claim einfach, was du willst und dann werde ich dir dabei helfen, dass wir das bekommen, was wir wollen. Alter, ich will Kondara von dem haben. Holy shit, warum hat das ein Trade-Value von 53? Naja, das holen wir uns mal anders. Weil so viel Influence habe ich nicht, aber wir nehmen mal den Kram hier. Von 53, weil er auf Nova Aegyptus nur Handelsdistrikte hat. Okay, ich habe jetzt meine Claims gemacht, ich erkläre jetzt den Krieg. Jo. Und kann dann erstmal den Krieg erklären, weil da wird ja ihr Anführer reingehen, nicht? Nee, warte, ich muss auf euch eingreifen, weil das ist nur Subject, so funktioniert ja. Das. Conquer heißt, ich will meine Claims wahr machen. Genau, ja. Declare War. No War Goal. Achso, ich hab's doch angeklickt. Ja, genau. So, und dann wird mal instant nach Ophele geflogen. So. Jetzt warten wir noch darauf, dass meine Mini-Flotties angekommen sind. Eigentlich kannst du halt deine Flotte quasi direkt runter nach Aufräumen schicken. Weil ich bin halt näher dran an Tizro Covenant und krieg die mit meiner Flotte solo. Die ich hier habe. Ach so, das meinst du. Ja. Ja, okay, weißt du was, das ist schlau. Das machen wir ab und zu, machen wir schlaue Dinge. Das heißt, wir fliegen nach Ubilea. Ubilea. Nach Bliat. Da bin ich jetzt hin. Bliat. Liebes, wie ich einfach mehr Influence bekomme, sobald ich im Krieg bin. Weil deine kriegerischen Dudes Fraktionen halt jetzt happy sind. Ja, deswegen. Die sind voll geil drauf jetzt. Die sind geil. Es geht wieder los, Jungs. Die Gaudi. Hol schon mal die Party-Spritzer raus. Hier geht der Sekt erstmal auf. Da werden die Flaschen aneinander geschlagen. Meine Vögel besuppeln sich. Und jetzt werden Aufräumleute dezimiert. Ja, sag hallo zu dem Typ mit dem Messer war gestern. Sag hallo zu dem Typ mit den UV-Lasern ist heute. Apropos UV-Laser, das können wir einfach mal ganz kurz hier ändern. Werden wir für den jetzigen Krieg, glaube ich, nicht unbedingt brauchen, auch wenn die Schnieke sind. Aber ich werde hier schon mal umrüsten.
und das Design richtig ist. Dass wir danach einfach upgraden können. So, was ist das, haben wir einmal gemacht. Wie machst du denn Aufwand für so einen random NPC? Was? Ich gehe halt einfach nur rein. Schön Mix und dann einmal... Ich mach doch keinen Aufwand. Ich habe nur die bessere Technik bekommen und baue so. Jetzt halt eben einmal drauf. Und dann, sobald wir fertig sind mit dem, habe ich sie dann halt überall. Hast du nicht das automatische Verbessern in dem Schiffsdesigner? Nee, momentan habe ich das nicht drin, weil ich mir das mit den Waffen noch offen lassen wollte. Ah. Du hast eigentlich recht, ab dem Punkt können wir das jetzt anmachen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in etwa in dem Design bleiben werden. Also in dem Paste-Design, sag ich mal. Dass ich halt mit Lasern spielen werde hier. Weil ich habe die ganzen Text dafür bekommen, es gibt keinen Grund, was anderes zu spielen. Ja. Und wir können unsere Defense-Plattform hier auch mal verbessern. Das heißt, wir machen hier mal Auto-Upgrade rein. Mir fällt gerade auf, ich habe noch immer Zweier Hüllen. Ich hab Hüllen noch nicht auf Stufe 3. Ups. Naja, aber er braucht schon starke Hüllen. Ich nicht. Anscheinend. Selbst wenn, jetzt ist es zu spät. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was erforsche ich gerade. Achso, psionische Armeen. Ach, und kinetische Batterie mache ich gerade noch. Oh, gut. Damit kann ich leben. Oh, Flott, ich lese jetzt erst den Stream-Titel. Was denn? Was hast du gegen den längsten Schatten-NRWs? Nichts effektiv. Kill every last one of them. Ja, ob wir jeden einzelnen töten, ist die Frage. Wahrscheinlich werden wir die Hälfte von ihnen unterwerfen, aber das ist ja eigentlich auch eine Win-Win-Situation, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Senat ist noch in Session. Building a better tomorrow. Ja, da können wir schlecht gegen sein, nicht? Wobei es Habitabilität schon wieder um 10% verringert. Das ist halt immer so. Ja, aber jetzt sind wir eigentlich in einem Punkt, wo das uns nicht mehr wehtut. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, hoffentlich nicht. Research-Komplexes wurden erforscht, sehr schön. Und wir erforschen den besseren Reaktor-Booster. Na, den brauchen wir nicht unbedingt momentan. Wir haben so gute Reaktoren. Subspace Sensors, Black Hole Observatory. Physics Research von Researcher plus 20%. Let's go, weiter geht's. We don't need complicated systems. We don't do this here. 5-4 und 5-1 fliegt, ist in Bewegung. Ach, sehe ich das gerade richtig, dass Arkologie 1 sich so denkt, lol, ich habe keine Jobs mehr, ja, fair enough. Außerdem ist das Beispiel zu viel gebaut, das Band. Agree. Ja, gibt keinen Grund, zwei Korvetten zu haben, die in keiner Gruppe sind, so. Ja, das ist halt, oh ja, wir sind zwei kleine Schiffis. Ja, super, ich habe aber dann eine Flotte von, was, 22 Korvetten, wofür brauche ich den Scheiß? Ich fliege mit 80er Flotten rum und dann hast du so zu Hause 22 Korvetten. Und ich düse im Sauseschritt. Ich bin immer noch super äquivalent zu Einstein, finde ich gut. Ich jetzt auch mit denen eigentlich äquivalent, mal so als doofe Frage. Ne, die sind noch superior, das hier für ein Imperium, okay. Den will ich mir also noch nicht verscherzen. Noch. warte mal. Mit In-War-Claims. Da würde ich hier 200 zahlen müssen. Ja. Ja, okay. Moin, Night Fighter. Bei mir ist alles fresh. Was? Wo ist Belles hier? Drück F und such nach Bell. Der NPC ist bonkers gegangen, Schatten. Das sind die Martel Starlines, hat ein Dingens geclaimed, und zwar Belisir. Oder nicht geclaimed, sondern erobert mittlerweile vom Tisru Covenant. Das Tisru Covenant hat einen Anspruch von 10 darauf gesetzt. Der hat also 500 Influence gezahlt, um der stärkste Claimer für dieses System zu sein. Also das ist mein Ziel. Er wird niemals dagegen gewinnen. Nö, aber er kann jetzt, ne? Destined for Defiance. Ich lese mir irgendwann ganz schnell durch, dann machen wir den Schnelldurchlauf-Übersetzer. Hi. Okay, also wir haben mitten innerhalb dieser Station einen geheimen Überwachungskanal gefunden, der augenscheinlich den Planeten überwacht und immer wieder auf irgendeinen Part der Galaxis Informationen schickt. Irgendjemand hat also die ganze Zeit uns überwacht, beziehungsweise die Leute auf diesem Planeten überwacht. Und augenscheinlich wurde es ein paar Sachen einfach rausgerissen, es wurde sabotiert
Und als wir geguckt haben, haben wir gesehen, dass überall Spuren von Gewalteinwirkung waren. Und ja, es scheint so, als hätten irgendwann die inhabitierenden Leute des Planeten herausgefunden, dass sie überwacht. Sehr interessant auf jeden Fall. Und jetzt haben wir noch ein nächstes Chapter. Bei Schatten ist alles fresh und bei Nord alles Dumbledore. Exactly my thoughts, Kai. Grüß dich, Neid, zu so später Stunde. Oh, guten Abend, Neid. Ich habe jetzt gerade irgendwie mal wieder das Brain rausgenommen, weil ich was gelesen habe. Ich habe ihn schon begrüßt, keine Sorge. Ich weiß. Deswegen, ich war jetzt irgendwie so like, aha. Oh, ich habe nur mitbekommen, dass du irgendjemanden begrüßt hast. Nee, ich krieg den und du kriegst nur ein Hashtag Gunblade. Er springt nach Jum. Please don't. Du wirst vernichtet werden von der Station, Mate. Wahrscheinlich. Und ich habe aber Bock, dazu zu kommen. Also die 4,4K-Station sollte ihm eigentlich absolut vernichten. Ich hätte natürlich auch noch Defense Stations dahin packen können, aber ich bin kein Freund von Defense Stations, sondern lassen wir es mal lieber. Natürlich zu so später Stunde, siehe meinen Namen. True Night Fighter gibt da einen gewissen Grundsatz an. Hallo Siri, Kai Tascher und danke für diesen tollen Empfang zu spät. Ja, das ist doch ganz natürlich. Ne? Die meisten Leute hier sind tatsächlich wach. Ich weiß, curious, aber ist. Haben sie immer das Hürde dein Glas? Machen das mit ihren Zähnen. Ja, ich pack das in ein Glas, ne? Die Zähne und das Gehirn. Man muss den Platz sparen, ne? Ja. Wie in der DDR, mein Bett ist halt gleichzeitig auch mein Schrank. Muss nur ausklappen. Und dein Schrank so ist gleichzeitig dein Bett. Willst du jetzt mal da reinfliegen? Ich will gucken, wie du kaputt geschlagen wirst. Ich glaube, er braucht jetzt einfach ganz lange, weil ich ein Faster the Night Dingens da hab. So ein Störungsding, wie nennt sich das? Er hat noch chemische Triebwerke, deswegen dauert das ewig. Ich glaube, der ist noch nicht mal halb durch seine Galaxie. Der chillt an der Station, eher so nope. Na, not gonna do it. Ja. Ist ja auch nicht dumm von ihm an der Station zu chillen, aber ich glaube, die Station ist nicht so krass wie meine. Ja, wobei 2,5K ist nicht wenig. Ich meine, ich würde es besiegen, easy. Mit der 10K-Flotte, die ich jetzt hier hinbringe, aber es ist auf jeden Fall kein zu leichter Kampf für mich. Ich verstehe, dass er da hockt. Low Stockpile. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Consumer Goods, da stimme ich zu. Aber wir können aber wieder auf den Markt gehen. Ich habe ja gerade wieder alles ein bisschen nachgefüllt. Ja, der Markt ist immer super. Der Markt ist frei. Der Markt. Wir kaufen. Wir verkaufen, Entschuldigung, my bad. Wir verkaufen erstmal hier Mineralien, weil die brauche ich eben nicht und die kriege ich auch gut rein. Wir verkaufen unsere Rare Crystals, weil auch die kriege ich gut rein. Wir gehen nochmal ein bisschen Dark Matter aus. Dann haben wir wieder ordentlich Strom und dann können wir mit dem Strom mal eben 2,5 an Consumer Goods kaufen und dann sind wir wieder glücklich. So. Fürs Erste haben wir dann erstmal wieder eine gute Ressource. Verständlich. So, das dauert halt ewig, mich um das Essen kümmern, weil ich krieg gerade nur +7 rein. Liegt wahrscheinlich natürlich auch an den ganzen Leuten, die ich gerade habe, aber hey. Wie viel Nahrung hast du gerade? Oder wie viel kannst du noch speichern? Ich kann 33.000 speichern. Okay. Ich habe einmal gekauft und jetzt habe ich keinen zu großen Income mehr, deswegen schleppt sich das langsam nach oben. Ich werde hier nochmal Civilian Industries hinpacken, damit wir Consumer Goods herstellen. Und dann. Danke. Ich nutze halt keine Nahrung, ich nutze Mineralien stattdessen. Du frisst Mineralien? Ja. Oh, das erinnert mich so sehr an die Ashen Lords aus Endless Legends. Die finde ich halt immer noch so geil, weil diese Ressource, die du normalerweise als Geld verwendest, die essen die. Warum kein Futter, die essen stattdessen das Geld quasi. Das ist deren Überlebensquelle, aber dafür generieren die auch super viel davon, weil die halt keine Felder und so brauchen. Also die machen nur Markt. Und das ist halt echt cool. Also am Anfang bist du so ein bisschen schlechter aufgestellt quasi, weil du halt nicht einfach mit deinen Feldern startest und deinen Arsch chillst. Aber das Spiel wechselt immer zwischen Winter- und Sommerzeit. Wenn die Felder dann schlechter sind, chillen die einfach ihren Arsch und fressen einfach ihr Geld. Das ist wunderbar. Ich liebe solche Systeme, solche Alternativen. Ja. Fleet Combat Stats, gewinnen haben wir den Kampf. Achso, das war ein Kampf von dir. Wenn die Station zerstört. Ja, ich, ich renne gerade einfach so ein bisschen durch die Gegner hier durch. Ja, ist auch richtig zu. Ne? So tun wir dieses. Meine Flotten sind indes jetzt langsam um sich angekommen. Apropos, meine Flotten sind angekommen. Mein Science-Ship ist immer noch an der archäologischen Stätte? Jo, okay. Weil, wenn der fertig ist, möchte ich gerne das Wurmloch haben. Ab wann dürfen wir eine Föderationsflotte haben?
Wir haben von der Merchant Guild eine Transmission bekommen, das ist okay. Darf ich erst, dürfen wir erst eine Föderationsflotte haben, wenn ich auch in Federations gehe? Ich verstehe das gar nicht. Ich dachte eigentlich, ich hätte es schon. Ich weiß es gerade leider auch nicht, Schatten, es tut mir leid. Mit den neuen Federations bin ich noch ein bisschen überfordert. Ich auch, deswegen bin ich da ein bisschen verwirrt, was das angeht. Crystalline Study, naja, macht mal, auch wenn das jetzt nicht so wichtig ist. Excavation Site Event Pending. Wir haben einen weiteren Tempelkomplex gefunden, der dazu da war, das Orakel anzubeten. Aber in den Orakelkammern haben wir statt einer göttlichen Gestalt einen riesigen AI-Nexus gefunden, auf dem Orakel steht. Okay, sehr interessant. Ja, jetzt müssen wir einmal ganz kurz... Das ist ein bisschen blöd, was da gerade passiert. Nein, 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 nein. Hallo, hallo. Chill dein Arsch an der... Danke. So, wir müssen jetzt leider einmal ganz kurz aus der archäologischen Seite rausspringen, weil meine erste Flotte sich dachte, ha, wir sind da! Aber ihr wartet jetzt bitte 2 Sekunden, bis die anderen auch kommen, weil sonst wird das eine ganz doofe Schlacht. Die sollen bitte auch einmal hier reinspringen. Ich sehe schon, dass seine Flotte gerade sich verpisst. Was aber nur gut für uns ist, weil das wäre ein besserer Kampf geworden, als wenn die gleich solo gegen uns kämpfen. Corinna verbietet das Tisch, ne? Was denn? Also, dass Kai zu uns kommt, das stimmt. Ich mochte Corinna noch nie. So, warte, wir mal weiterlesen hier. Geheime Communications zwischen den Leuten, die dort stationiert wurden, zeigen, dass es ein missgeschlagener oder ein fehlgeschlagener Versuch war, den Tempel zu stürmen und den Nexus zu deaktivieren. Es scheint so, als wäre die komplette Community zusammengebrochen, als herausgefunden wurde, dass alles von einer AI gesteuert wird. Ja, traurig, Mann. Rippmann. Ist selber schuld, ne? Ja. Ja, denkst du, da ist so eine Gottheit drin? Ich finde es lustig, weil es klingt sehr nach Horizon Zero Dawn. Da bieten die auch in so ein komisches Ding an. Okay. Das ist in Wirklichkeit irgendwas Mechanisches. Ich habe den genauen Hintergrund vergessen, aber es war so in der Art. Ich habe gleich das Tizro Covenant abgehört. Ich denke halt, dass die Götter denen ab und zu ein Kind schenken, aber in Wirklichkeit sitzen halt irgendwelche Menschen hinter so einer mechanischen Tür und ja, die geben halt ihre Kinder dann an die komischen Leute da draußen. dieses Star Fortress macht halt gerade gar nichts, es kriegt halt nicht mal meine Schilde da und sind halt einfach nur weggeschlummelt. Seit 2,5k. Ich glaube, das ist halt sehr dumm von ihm, dass er da keinerlei Waffen drauf hat. Deswegen hat er sich auch verpisst von hier. Der hat da halt keine Waffen drauf und ohne Flotte konnte das Ding sich selber nicht halten und dementsprechend ist es halt weg. Aber wenn du so ein Teil hast, selbst wenn es sich nicht selber halten kann, verbessert es halt die Schiffe in seiner Nähe, das darf man auch nicht vergessen. Also es increased Weapon Range von Schiffen, die da in der Nähe rumstationiert sind und so. Also er hätte wahrscheinlich trotzdem damit besser fighten können, als wenn er jetzt mit mir kämpfen muss. Und das Schlimmste für ihn ist, er ist langsamer als ich, das heißt, ich hole ihn jetzt ein. Doof gelaufen. Ja, aber die Sternbasis macht so oder so Schaden. Also das ist halt, die Waffen, die du dran setzt, erhöhen diese nur. Das ist quasi nur ein Buff. Ja, ja, aber er hatte jetzt halt keinerlei Waffen, die irgendwas gegen mein Schild gemacht haben. Ja. Das ist halt das Problem gewesen. Ich habe gerade eine Viertelschüssel Waffelteig gegessen. Jetzt schmeckt mein Eistee nach Seife. Boah, das klingt ekelhaft. Siri schreibt auch schon, das ist nicht gesund. Das klingt ein bisschen sehr weird. Klingt appetitlich, doch, doch. Dürr, dürr. Duch, duch. Ich habe übrigens jetzt es hingekriegt, mein Empire Sprawl genau perfekt zu hitten. Also ich bin jetzt bei 191 von 191. Ich weiß nicht wie, aber ich habe einfach nur Administration Offices gespammt auf dem einen Planeten, aber es hat geklappt. Kommerzieller Pakt gebrochen, ja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Würde mir stinken, wenn ich hier wäre. So, und hier kümmern wir uns nochmal um das Energy Grid. Das will ich auf jeden Fall hier haben. So. Ihr beiden fliegt dann jetzt direkt hinterher, das heißt, wir fliegen jetzt auf Isa. Ich habe übrigens eine Singularity gefunden, da sind Aleph Aliens drauf, Alien Vessels, ja. Mit denen der Dude auch wahrscheinlich noch keinerlei Kontakt hatte. Nun, sie haben aufgegeben. The best possible outcome.
Das heißt, wir haben einfach alle unsere Sachen bekommen. Ich denke mal, das haben sie einfach gemacht, weil ich nicht zu viele Claims auf sie hatte. Ja. Das heißt, ich habe jetzt einfach das Tisru komplett gefressen und die beiden Sachen, die da jetzt nicht gedingens wurden, die werde ich jetzt gleich holen. Ja.